Leute, heute machen wir ein Witze-Video. Und ja, dann sehen wir uns nach dem Intro-Video. Der erste Witz ist, alle Kinder sind gesund in der Schule, außer Jürgen, der muss würgen. Das heißt, er ist nicht in der Schule, weil er halt würgen muss. So. Zweiter Witz. Alle Kinder fahren Boot, außer Droht, der ist gleich tot. Also alle Kinder fahren auf dem See halt und gleich ist er tot, weil er schon vom Boot rausgefallen ist. Ne? Der zweite Witz ist ganz einfach. Alle Kinder spielen in der Schule Fußball, außer Sabine, die steckt in der Lawine. Ja, das ist auch ein ganz einfacher Witz. Und halt sehr witzig. Das waren jetzt ein paar Reimwitze. Ja, es kommen aber auch noch ein paar andere Witze vor, nicht nur Reimwitze. Und darum werden wir jetzt gleich zum dritten Witz kommen. Der dritte Witz ist, alle Kinder spielen Indianer, außer Per, in dem steckt der Speer. Also er hat vorher Indianer gespielt, aber jetzt kann er es nicht mehr, weil in dem der Speer steckt. In dem steckt halt der Speer und darum, ne. Jetzt kommen wir zu Witz Nummer 4, das ist kein Reimwitz. Und der Witz Nummer 4 ist ganz einfach. Ein Pinguin sagt zum anderen, du, heute sind es 10 Grad unter Null. Denkst du, wir bekommen hitzefrei? Das heißt, die meinten damit minus 10 Grad. Aber in der Antarktis ist es ja kälter als minus 10 Grad und die finden schon minus 10 Grad richtig warm halt. Und darum wollen die in der Schule halt hitzefrei bekommen. Ganz einfach. Nächster Witz, fünfter Witz. Dieser Witz ist etwas mit Engel. Zwei Engel fliegen über den Himmel. Außer meinte ich nicht. Der eine sagt, weißt du, wie das Wetter heute wird? Sagt der andere, ja, heute wird's wolkig. Sagt der eine wieder, cool, dann können wir uns heute wieder endlich hinsetzen. Und mit dem Witz ist gemeint, dass sie sich wieder hinsetzen können auf die Wolken, die dann erscheinen, weil es ja wolkig ist. So, und das waren dann halt auch alle Witze schon. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Könntet ihr bei anderen Freunden anwenden, bei Eltern, bei Erwachsenen, bei Lehrern irgendwie? Lasst ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Bis bald!